bin weiter damit beschäftigt, das Erdreich, den schwarzen Sand, das Planum-Imitat. Anderer Begriff fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, hier zu verkleben. Ja, ich entsinne mich, man kam da nicht so richtig zum Wurf. Am Ende musste ich es dann doch mit dem Bügeleisen erledigen. Sieht jetzt gar nicht gut weg, warum wohl? So, jetzt flutscht es wieder. Jetzt muss ich wieder mit dem Plätteisen hier glatt drücken. Und das muss ich mit dem Pinsel etwas lockern. Das geht jetzt mit rasender Geschwindigkeit da voran. Das Leimwasser saust da wie unter Druck durch den Sand.
so. Gucken wir mal, ob da Löcher geblieben sind, zu meiner großen Überraschung nicht. Ja, das hat sich jetzt gut bis zum Ende durchgezogen. Auf der Kante füge ich noch ein bisschen was an Erde dazu. Gut. Jetzt komme ich zu einer Aktion, die entspringt vor allen Dingen meinem Wunsch nach Kosteneinsparung. Diese Schwellenzwischenräume haben eine gewisse Höhe, die ich mit Schotter ausfüllen muss. Und da dieser Schotter extrem teuer ist, nicht extrem, aber fühlbar teuer ist, lege ich jetzt zunächst eine Grundlage aus Sand darunter. Und zwar sollte der Sand so in etwa die Hälfte der Schwellenhöhe erreichen. Er soll am Ende nicht sichtbar sein. Aber doch einiges an Schotter sparen, der da rein müsste. Und wenn ich das jetzt ausprobiere, merke ich gerade, was für ein riesiges Volumen da zwischen den Schwellen eigentlich ist. Und wie viel Sand dabei reingeht. Und wie viel Schotter ich also ansonsten hätte da reinkippen müssen.
hey, das geht mir jetzt aber wirklich zu schnell. So, dieser Sand wird jetzt gleich mit dem Leimwasser angefeuchtet, denn wenn ich schottern will, muss das Zeug schon mal trocken sein. So.